Auf dem Frankfurter Römerberg haben Umweltaktivisten ein sogenanntes Die-In veranstaltet. Sie wollen damit das drohende Massensterben symbolisch zeigen und legen sich deshalb auf den Boden. Die Aktion geht von der internationalen Bewegung Extinction Rebellion aus und wurde schon in vielen Städten veranstaltet. Die Aktivisten fordern von den Regierungen unter anderem, dass sie offen über den drohenden ökologischen Kollaps informieren und dass die Treibhausgase bis 2025 auf null reduziert werden.